Herzlich willkommen bei einer weiteren Runde Car Mechanic Simulator 2018 hier aus Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sehen hier einen Tempest und der ist nicht zur Restauration hier, wie man vielleicht vermuten mag. Nein, das ist ein ganz herkömmlicher Kunde, der mir gesagt hat, seine Bremsen wären schlecht. Da wir noch nicht wissen, welche Bauteile es sind. Und die Karre einfach mal irgendwie ganz cool aussieht und Ulke hier mit diesem, sagen wir mal, ja, vielleicht etwas übertriebenen Heckspoiler. Will ich das Ding einfach mal auf die Teststrecke nehmen. Dann gucken wir mal, was das da so macht. Ja, Spoiler, der muss ich für Anpressdruck hinten sorgen, ne? Das muss ja dann... Oh, hier ist schön. Der Tacho, finde ich gut. Wie dreht damit ist das? Alles klar. Naja, bis kurz zu 100 sind wir gekommen. Du und deine Bremsen sind... Ich hätte ja eher was gegen die Lenkung, aber okay. Ah ja, es gibt hier den Darkse, ne? Also er hat wieder mal wieder ungeheuer viel Kraft. Und wenn man zu doll auf den Pinsel tritt, dann wird er giftig. Aber... Und ist schon mal nicht schlecht, ne? Kann man nicht sagen. Also da könnte man mal, wenn man da so einen finden. Auch wenn ich diese Heckflosse da hinten, die finde ich natürlich, sagen wir mal, so grenzwertig. Also das muss ich jetzt nicht haben, sowas. Gut, Bremsen sind schlecht, hat er gesagt. Wir haben mal geguckt. Wir sind mal ein bisschen gefahren. Können feststellen, ja, könnte sein. Mal gucken, was uns der Bericht sagt, was wir rausgefunden haben. Und er sagt uns, dass er Bremsbacken und Radbremszylinder hinten kaputt sind. Gut. Dann gehen wir mit dem Ding jetzt immer noch mal ganz kurz auf den Diagnosefahrt. Und sie acht ja keiner, oder? Wir haben noch Zeit. So, dann fahren wir das Ding. Also ich habe den gerade gesehen in den Aufträgen, als ich die nächste Folge vorbereitet habe quasi. Und dann dachte ich mir, oh komm, der sieht so ulkig aus mit diesem Flügel, dass wir dann den nehmen. Achso, bremsen muss ich auch, ne? Wenn ich Bremsen testen will, muss ich natürlich bremsen. Aber der Sound ist schon cool. Das ist wahrscheinlich auch so ein Supercharged oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Klingt jedenfalls so. Was ich jetzt natürlich immer noch nicht geschafft habe, ist das Radio anzumachen, ne? Naja, gut, ich weiß nicht, ob euch das großartig stört, wenn jetzt keine Hintergrundmusik ist. Achso, jetzt haben wir gerüttelt und geschüttelt. Dann wird die Milch wieder sauer. So, nehmen wir den nächsten, hinten. Testen. So, dann gucken wir, was er noch alles gefunden hat und ob denn alle Teile schon dabei sind. Aber ich denke mal, die Belege, die testet er ja nicht. Bremssattel, oh, 0% Bremssattel, okay. Bremstrommel, belüftete Bremsscheibe. Alles klar, da haben wir ja schon ein paar Teile gefunden. Der Rest wird dann auch noch gehen. So, dann bitteschön einmal auf unsere Hebebühne mit diesem wunderbaren Werk der Ingenieurstechnologie hier. Das ist ja, ja das hat noch Stil. So. Da hat ein Auto noch jedes Auto noch so sein eigenes Gesicht und sah nicht alles aus wie Einheitsbrei und rundgelutscht. So. Um das jetzt nochmal ganz kurz so zu sagen. Dann gucken wir mal, was machen wir da Schönes. Jetzt erstmal gucken wir mal. Zack, checken wir mal. Also hier ist was rot an der Bremse, da ist was rot an der Bremse. Dann machen wir das erst. Okay. Gehen wir erstmal auf die Seite hier. Nee, wir wollen jetzt ganz gerne eigentlich bauen. Und zwar das Rad ab. So, dann sehen wir, dass hier der Bremssattel nicht mehr schön ist. Gehen wir den mal runter, der hat 0%. Junge, Junge, Junge. So, die Bremsbeläge waren auch nicht doll und die belüftete Bremsscheibe auch nicht. Dann gehen wir in den Shop. Sagen mal, Parts, Bremsen, Belege, Sattel und eine belüftete Bremsscheibe. Und dann bauen wir das hier alles wieder zusammen. Zusammenbauen. Bremsscheibe, Belege, na, und der Sattel, der Zylinder geht nochmal, der hält nochmal, der ist noch gut, so, und dann können wir hier das Rad gleich wieder dran schrauben, Tro 10 ist das die Felge, okay, was, okay, Tro 10B, ne, wollte ich bloß mal wissen, weil die finde ich eigentlich mit diesem Schwarz da drin gar nicht mal so schlecht.
Ich mochte ja ganz früher, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die BBS-Felgen, die gab es zum GTI dazu, glaube ich. Gab es so besondere BBS-Felgen. Die fand ich früher ganz toll. So, gucken wir hier mal die Bremsbedingungen nochmal an. Die können wir mal lassen. Okay, brauchen wir hier bloß einen Bremssattel. Was doch da? Bremssattel. Wo ist er? Da. Und dann zusammenbauen. Ja. Gut. Und das Rad wieder davor. Ich glaube, die gab es zum GTI dazu. Die fand ich früher ganz schick eigentlich. Das waren auch so eine ganz mit ganz viel Speichen und so. Also ganz hässlich zu putzen wahrscheinlich. Aber ja, war halt so, ne? So, wenn man hier jetzt Expansionsmodus. Den Radbremszylinder sehen wir jetzt natürlich nicht, ne? Also wo der jetzt ist. Und wo die Bremsbacken sind. Ah, guck mal, hier ist aber die Bremstrommel im Arsch. Hier ist aber die. Oder war die bloß rot, weil ich deswegen abbauen wollte? Nee, die sieht auch so nicht schön aus. Gucken wir mal, was hier so dahinter. Ja, die Bremstrommel sieht nicht gut aus. Aber die Bremsbacken sehen auch nicht gut aus. Beim Radbremszylinder, da funktioniert ja die. Um 73%, alles klar. Dann wieder zusammenbauen. Gucken wir doch mal kurz. Nee, gucken wir mal. Machen wir Bremsbacken drauf. Trommel neu. So, ja, zusammenbauen sind wir schon. Na, das wollte ich ja gar nicht gucken. Radbremszylinder, Bremsbacken. So. Und Rad wieder davor. Gucken wir, ob das schon alles war oder ob auf der anderen Seite den Radbremszylinder. Ich glaube, ein Radbremszylinder war nämlich auch kaputt, ne? Ja, gut, dann haben wir dann doch alle vier Bremsen einmal. Alle vier Bremsen einmal auseinander gehabt. War ich kurz verwirrt, aber ja, ich bin ja an dem Punkt hier eingestiegen in diese Montage. Jo. Interessant ist, dass ich mit I dann doch ins jetzt so ins Menü komme. Hier mit I aber nicht. Aber hier könnte ich so ins Ersatzteillager kommen. Ja, hier komme ich aber nicht in den Computer. Komm ja mit T hin. Das ist sehr konsequent. Nur mal so, nochmal ganz kurz am Rande gezeigt, worüber man hier so, ne, warum man hier öfter mal mit der Steuerung Sachen macht, die man eigentlich nicht machen sollte, warum man mit mal auf Escape drückt oder hier drückt oder da was macht und der geneigte Zuschauer wundert sich, warum macht der denn die Steuerung, warum ist denn das so hakelig? Weil es einfach mal hakelig umgesetzt ist. Das ist nicht einheitlich überall. Und das sind so Sachen, wo ich mich frage, wieso ist denn das bitteschön passiert, ne? Da hat er wahrscheinlich unterwegs dreimal die Entwicklercrew gewechselt oder sowas. Und jetzt lässt das vermuten. So, dann gucken wir jetzt mal hier, der Auftrag ist soweit durch, ne? Gut, FIFA dient haben wir jetzt nicht da dran, aber wir schicken ihn erstmal hier zum Eingang. Hoppala. Und rufen dann den Kunden an. Der Linkeschein, ach so, das ist bloß eine andere Farbe. Alles klar, ich wollte schon sagen, fehlt da einer, aber nein. Wir rufen den Kunden an und sagen, Mensch, du, dein Fahrzeug ist fertig, hier, 590 Euro, kannst du wieder mitnehmen. So, haben wir ein paar EPs haben wir ja gemacht, sind knapp dran am Levelaufstieg auf Level 19. So, was haben wir denn hier jetzt so Schönes? Hier haben wir noch einen Supercharge FWM Panther. Supercharge, Supersport. Haben wir auch nicht gesehen, komm, den nehmen wir auch mal hier. Da ist auch Aufhängung, Bremse, ein bisschen Karosserie dran zu machen. Da können wir dann einmal auch schön über die Teststrecke mitfahren. Ja, gucken wir mal, Supercharged heißt ja. Guck kurz mal rein, wieder. Ach, guck mal hier, das ist so ein, BMW-Verschnitt. Alles klar, okay. Sehr schön. Stand des Fahrzeuges. 500, fast 600 Ferrischergen. Komm, den nehmen wir mal auf die Teststrecke. Ab damit. So einen müssen wir uns mal auch restaurieren, glaube ich. So einen müssen wir mal kriegen. Schön. Der Auspuff ist kaputt. Schön. Da hat man ja ein Grinsen im Gesicht. Wenn ihr jetzt das Gesicht sehen könntet. Kennt ihr dieses Doppelpunkt groß D? So sieht's aus. Schön. Ich will so ein Auto haben, so.
Oh, der ist gut. Doppelpunkt groß D, merkt euch das. Oh, schön. Oh, der ist ja, ja, so einen brauche ich. So einen, den will ich in der Garage haben, definitiv. Definitiv, so einen brauchen wir. Oh, der ist ja, oh. Eieieiei. Ich habe mir gar nicht durchgelesen, was der Auftrag eigentlich. Achso, ein bisschen Fahrwerk war und ein bisschen Bremse und sowas, ne? Komm, dann gehen wir nochmal auf den Diagnosevater mit. Da hören wir nochmal ein bisschen blubbern und so, ne? Ein bisschen blöken. Den Turbo. Uiuiuiuiuiui, Tiffy. Das war nicht schlecht. Klingt ein bisschen. Klingt echt ein bisschen krank, ne? Aber. Schon was. Klingt ein bisschen krank, muss man ja sagen. So ganz rund läuft der Sound, glaube ich, nicht. Da ist irgendwas drin, aber. Naja, so hier drin ist aber auch einiges schon im Argen wieder, ne? Da sieht man das hier, diese Spur von Armaturen drin und so. Weiß auch nicht, ob das denn mit einer Reinigung gemacht werden kann oder sowas. Oh, da haben wir auch einiges gefunden. So, dann kommen wir mit auf meine Hebebühne, mein Guter. Dann gucken wir den mal ein bisschen unter die. Unter den Rock hätte ich jetzt bald gesagt. Nein, gucken wir ein bisschen unter das Auto und. Werden wir ein bisschen was reparieren. Also den merken wir uns, ne? Panther, Supercharged, Sportwagen. Den merken wir uns, den brauchen wir unbedingt. So, gucken wir hier mal. Zustand. Eieieiei. Okay, also da ist einiges wieder zu tun. Dann gucken wir mal kurz ins Ersatzteillager. Hier, da haben wir dann einmal. Ach, hier ist Hell Oil. Weg den Mist. Hopp. So. Dann geht das los. Wir wollten nochmal aufwachen, gucken, haben wir alles gefunden? Ne, da noch nicht gefunden. Man hört dann Klopfen in der Aufhängung, haben wir alles gefunden. Problem mit den Bremsen haben wir auch nicht alles gefunden. Und reparieren und wechseln die Teile der Karosserie aus. Oh, alles klar. Hören wir einmal komplett richtig hier. Na gut, die sehen ja auch scheiße aus. Gut. Wenn wir dennoch lackieren könnten, ne? Das wäre ja toll. Gut, dann kloppen wir hier mal ein bisschen was auseinander. Also auf der Seite müssen wir auf jeden Fall. Also wir müssen ja bis zum Stabilisator hinkommen. Der ist ja kaputtig. Da müssen wir sowieso beide Seiten müssen vom Rad befreien. Die Spurstange ist noch okay, aber der Stabi ist total im Arsch. Die Zahnstange ist auch kaputt, aber die Spurstange geht noch, okay. Interessant. So, hier der Achsträger geht auch noch. Dann können wir das alles dran lassen, aber das muss weg. Das muss weg und. Der muss weg. Der muss weg. Und hier gucken wir nochmal ganz kurz in den Modus. Ja, das war dann hier auf der Seite erstmal alles. So, sieht auch nichts weiter danach aus, als wenn man das noch weiter auseinandernehmen müsste, ne? Hier nehmen wir mal die Bremse auseinander. Das sieht auf jeden Fall so aus, dass wenn hier. Huch. Ja, die bauen wir auch gleich ab. Gut, okay, dann haben wir es jetzt. Mein Gott. Konntest du es nicht erwarten, abgeschraubt zu werden? Nein. So, die Bremsbeläge sind noch runter, bis auf 2%. Und hier müssen wir bis auf den Achsträger. Hier müssen wir einmal alles abbauen. Okay. Einmal bis zum Achsträger. Alles runter hier. Kein Problem. Kriegen wir hin. Achsträger Typ D. So, wieder Gummimuffen kaufen und machen. So, dann brauchen wir hier die Spurstange nicht. Die kann weg. Sabi kann weg. Und die Zahnstange ist auch. Bin ich. So, dann nehmen wir hier den Stoß immer noch auseinander. Sehr gut. Moment, wir gucken mal ganz kurz, ob die Gummimuffen hier. Die sind alle. Doch, noch recht gelb. Alles klar. Okay, dann kann man das erstmal so lassen. Oder oben habe ich irgendwas gesehen, was ein bisschen komisch aussah. Das müssen wir uns mal angucken. Wir nehmen erstmal den Stoß, dann den einen jedenfalls auseinander. Der hier. Da ist nämlich alles kaputt dran. Dann gehen wir mal rein. Dann kaufen wir einen vorderen Stoßdämpfer, eine vordere Feder und ein Domlager. Oh, war das jetzt nur ein Stoßdämpfer oder war es ein vorderer Stoßdämpfer? Das habe ich jetzt natürlich wieder so schnell nicht mitgerecht, mitgemeißelt. Vorderer Stoßdämpfer, alles klar. Vorderstabilisator B, Spurstange, Radnahmlager, Koppelstange, Bremssattel, na gut. Das ist ein Gummilagerbuchse, brauchen wir auch mindestens zwei. Ja, da kaufe ich. Also.
Dann gehen wir hier mal rein. Wir brauchen Teile der Aufhängung. Genau. Und zwar brauchen wir einen den. Ja. Den. Ja. Den. Ja. Stabilisator B. Achsschenkel Typ D. Dann brauchen wir einen unteren Querlenker. Dann brauchen wir Gummimuffen. Oh Gott, war das ein unterer Querlenker oder unterer Querlenkerarm? Neben unterer Querlenker, ja. Gummimuffen, zwei Stück. Nehmen wir schon mal mit. Dann brauchen wir eine Zahnstange. Und mindestens eine Spurstange. Und eine Koppelstange vorne. Weiß ich aber nicht, ob es A oder B war. Müsste aber nicht A sein. Ich bin mir nicht sicher. Gucken wir doch mal, welche. A ist doch richtig. Okay. Dann brauchen wir doch die A. Dankeschön. So, und bei den Bremsen, da war es ein Sattel. Eine belüftete Bremsscheibe. Und einmal Belege oder was? Zweimal Belege. Aber das ist ja jetzt kurzfristig schnell zu kaufen. Zweimal Belege wären es gewesen. Und zweimal Bremsscheibe. Alles klar. Okay, machen wir. Dann brauchen wir noch eine Bremsscheibe und noch einen Belege. So. Jetzt sollten wir theoretisch alles wieder vorne zusammengeschraubt kriegen hier. Und da. Achso, nee. Schlüssel müssen wir natürlich erst zusammenbauen hier. Hahaha. Widerspanner zusammenbauen. Das, das und das. Ja. Bitteschön. So. Gut. Ich gucke gerade auf die Uhr und sehe, dass wir schon wieder fast bei 17 Minuten sind. Deswegen verabschiede ich mich jetzt. Das war eine Folge Car Mechanic Simulator 2018 hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf Wiedersehen.